Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rogue Galaxy. Im letzten Part haben wir ja den Vater von Kisala bekämpfen müssen. Und Ressource erhalten, mit der wir Mada stoppen sollen. Beziehungsweise sollen wir sie aus unserem Herzen sammeln, aus allen Mitgliedern, so wie ich es verstanden habe. Und lassen wir jetzt hier auf irgendeinem unterirdischen Friedhof. Wo natürlich auch wieder ein paar Schatzkisten liegen. Ja, das ist ja nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass Dragellum, glaube ich, hieß. Ein paar Phantome, die wären eigentlich perfekt für Kisala. Da Kisala, die glaube ich one-shotted. Da eher schwach gegen den Sterneffekt sind. Sie geben sehr viele Erfahrungspunkte. Das wundert mich eigentlich. Ich meine, schon klar, dass man im Laufe des Spiels immer mehr Erfahrungspunkte erlangt. Beziehungsweise die Gegner dann immer mehr geben müssen. Das kann man ja nicht leveln. Ja, 2000 Erfahrungspunkte ist nicht wenig. Viel von den Gegnern, die haben nicht mal ein Schild. Das ist ja schon zu einfach. Oder zu freundlich, oder wie man es nennen möchte. Erfahrung ist nicht schlecht. Bin ich fast am überlegen, ob ich nicht noch mal hier eine Level-Session oder so mache. Okay, da haben wir noch einen neuen Gegner. Hält man allerdings ein bisschen mehr aus. Ich verstehe allerdings noch nicht ganz. Müssen wir jetzt irgendwelche speziellen Kämpfe machen oder wie erlangen wir das Dragellum von allen? Wir müssen ja das Dragellum von allen erlangen. Von allen Teammitgliedern. Von dem her. Frage ich mich gerade, wie es funktionieren wird. Okay, wir konnten auf jeden Fall noch weiter in den Friedhof hier. Sind. Beziehungsweise die wieder ein bisschen mehr aushalten. Und auch noch ein Schild haben. Ja, okay. Laufe ich die wieder weg. Okay, heißt hier weiter hinten gibt es den Gegner mit Schilden. Natürlich. Hätte man sie auch denken können. Vor allem frage ich mich, wie groß der Planet eigentlich noch ist.
Jetzt mit Denk. Große war jetzt schon nicht klein. Ich glaube, dass das sogar ein Stück größer ist. Davon haben wir auf jeden Fall einen Teleportpunkt. Das heißt, wir könnten von hier auch wieder zurück. Beziehungsweise mal speichern. Speichern wäre nicht schlecht. Speichern wir mal auf einen neuen Speicherplatz. Das frage ich mich auch die ganze Zeit, wie wir den bekommen sollen. Beziehungsweise die Ressource bekommen sollen, so rum. So, eine Herausforderung bestanden. Nur eine, wo man keinen Schaden langen muss, darf. Was ich mich aufhalte, was ist das bitte für ein komischer Schmuck, der sich genau auf eine Ressource beschränkt hat, die man nicht so einfach bekommt. Wenn man es extra schon irgendwie aus dem Herzen extrahieren muss. Wenn man es extra hier nennen kann. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Ich sagen muss, ich dachte mir, ja, dass der Friedhof nicht ganz so groß ist. Dass wir einfach irgendwie so spezielle Kämpfe haben, wo wir einfach das Zeug haben können. Müssen. Okay. Das ist jetzt scheinbar nicht so. Werden auch mehr nervig und mehr es sind immer noch kein Problem, weil wir machen zwar Fähigkeiten und sie sind weg und geben uns trotzdem noch 2000 Erfahrung. Bisschen mehr das, was mich wundert. Kiste nehme ich mit. Kann ich natürlich nicht mitnehmen, so einfach. Ich meine, ich darf es schon mitnehmen, nur muss ich zuvor noch ein bisschen köpfen. Wer hätte es gedacht? Stimmt ja. Wir hatten ja gerade vorhin so einen neuen Stab aufgesammelt, der uns sogar noch was bringen könnte. Bei Chester und bei den anderen. Ich glaube, ich nehme zuerst mal Chester. Wir haben sogar zwei davon. Ja, plus 3. Das ist gut. Tupus hat scheinbar maximal Angriff plus 2. Interessant. So ein Aal. Sollten wir eigentlich relativ schnell bekommen können. Eisenstrahl Level 3 hole ich mir mal. Weil ich sonst nicht weiß, wo wir das Null-Eis benötigen.
schauen, mich hier, Windresistenz, Sternlicht Level 3, ja, wäre eine Sache, wohl Sternlicht, weiß ich nicht. Sternlicht ist so eine Sache, kann man verwenden, ist allerdings nicht so gut. Ja, ich gebe es dir trotzdem mal. So wie ich ja auch noch hier für Stern-Venus die Lampe gebe. Kann ich hier sowas machen sollen? Ist das Schwäche unseres Herzen? Nein, heißt es, wir müssen uns irgendwie auf ein HP hauen lassen? Es macht alles Spiele keinen Sinn. Zumindest von der Erklärung her. Macht es für mich keinen Sinn. Aber man sollte auch nicht alles hinterfragen. Macht's nicht einfacher. Denn wir haben hier keinen Pfeil da und sagt, ja, wir müssen jetzt hier weiter. Also ich laufe einfach mal bis zum vermutlichen Ende. Ah ne, das wollte ich gerade gar nicht aktivieren. Eigentlich wollte ich mich selbst heilen. Naja. Was verkaufst? Verkaufst Heilung. War eigentlich fast klar. Und eine Axt. Kleinheit können wir noch gebrauchen, okay. Okay, wir haben schon wieder keinen Platz im Winter. Mensch. Nicht brauche. Die Früchte könnte ich verkaufen. Aber sonst schwierig. Na egal. Ich gehe mal den Charakter Spiegeleinheit. Wusste ich doch, dass nur einer ist. Ich weiß noch nicht, wie viel er benötigt. Scheinbar gegen Elektrizität schwach sind die meisten Gegner in der Zwischenzeit. Haben wir Tubiswaffen auf Maximum? Speicherpunkt. Es wirkt seltsam.
Jimmy, wir könnten mal die Gegenstände lagern. Habe ich auch bisher noch nie verwendet. Tech, die eigentlich immer gerne dabei habe. Gerade weil man nicht weiß, wann man das nächste Mal einen Speicherpunkt hat oder was man gerade so benötigt. Ich glaube, das ist ein Zeug, das brauche ich mal nicht vorerst. Genau wie Sachen für die Insektoiden. Ich kann ja nicht lagern. Lasse ich mir mal vorerst im Inventar, sich weiter hochstecken lassen. Die Glocke von Harry brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Die Turböl brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Der Kernschuh werden wir auch nicht mehr benötigen. Ich meine, kann schon sein, dass es vielleicht noch benötigen könnte. Aber eigentlich ja nicht wirklich. So die ganze Kleidung. Ja, quasi umsonst dabei haben. Chupus hat noch ein anderes Outfit. Unsere Gruppe sieht sowieso von Zeit zu Zeit etwas lächerlich aus. Ah, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Platz im Inventar, Mensch. Uff, hatte ich mir auch nicht gedacht. Ja, sollte gehen. Ein Jojo-Schock. Und ein Stoß, die sollten die erledigt sein. Ich habe Chests was vergessen, so wie Chupis Waffen. Ausrüstung. Chests habe ich da noch zwei Schwerter. Das werden wir hoffentlich bald rausbekommen, wie wir es kriegen. Beziehungsweise sammeln. Von Eisaugenstrahl 3. Macht euch ein bisschen mehr Schaden. Ist auf jeden Fall sicherer. Ich habe zu viele Momente. I'm really not the running type. Ich verstehe halt nicht, wo ich hin muss. Are you ready? Here they come. Ja. Hier kann ich nicht weiter. Mal fast klar. Und da oben komme ich da vielleicht weiter.
ich hab kaum weit zu. Ich hab immer noch keine Heilung. Sternohrring. Zum Glück, dass Vicky Salah schon das Teil für Stern Venus gegeben haben. Das bräuchte dann auch für Supernova. Ja, Supernova 2 wäre schon, glaube ich, nicht so unpraktisch. Wenn wir hier die Level 2 davon haben. Das ist Level 3. Egal. Den dritten Level halt. Die möchte ich nicht bekämpfen. Ja, solange es keine Bombenfalle ist, ist mir egal. Destruktoranhänger halten, was? Ja, wird sicher interessant aussehen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, als würden wir im Kreis laufen. Möchte ich nicht bekämpfen, da ich da wieder Barrieren wegmachen muss. Zum Glück, dass wir die Spieleinheit gerade vorhin erst gekauft haben. Okay. Was auch immer das für ein Teil ist. Das sieht nicht nach dem normalen Gegner aus. Könnt ihr das Ding nicht einfach erledigen? Stimmt, da hat's tief rechts. Ich könnte sowas nicht haben. Aber wer weiß schon. Alles ist möglich. Ich glaube, hier vorne haben wir unser erstes. Top-class training routines as soon as he joined up. He's on the fast track to being a military elite. But this is... Have I gone back in time? Just how long are you planning on standing there in the doorway? You know, as it happens, I have something to give you. Remember? Back in the academy? The bet we made? That if one of us were to die in battle, whoever survived would take the other's coin. He'd keep it his whole life, as a reminder of the other. That way it would be as if the two of us were fighting together, till both of us were gone. That's right.
You've hit the nail on the head. It was a cheesy testament that we made to our friendship. Therefore, this coin here belongs to you. What do you mean? Sorry. I've got to be heading out. Never die, Digo. I'm really glad I met you. You and Angela were the only people that ever meant something in my life. Digo, Angela, goodbye. Take care, Gale. Is Gale? Yes, he's gone on a journey to a place everyone will wind up one day. But before he left, he managed to reclaim everything that he had lost. Von dem alten. Du kannst im SP-Bereich finden. I will fight on, my friend. And no matter how strong my foe, I will defeat it. After all, with both of us fighting, there's no way we can lose. Die Offiziersmünze hat sich in die Andenkenmünze verwandelt. Okay. Moment. Heißt das... Münze passt perfekt in die Einkerbung, als wäre sie dafür gemacht. Jetzt hat's gepasst. Muss zu einer Andenkenmünze werden. Also doch, irgendwas musste mit der Münze noch passieren. Ich hab's mir fast gedacht. So, allerdings, bevor wir hier weitermachen, werde ich den Partner an dieser Stelle auch schon beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir wissen, ob es euch gefallen hat. Wenn nichts so aussieht, könnt ihr euch gerne noch abonnieren lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Rogue Galaxy wieder. Ciao.